Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Wie immer zur besten Sendezeit bei uns zu Gast sind Josef Czap, hallo, und Peter Westenthaler. Hallo. Und beide Herren haben sich, genauso wie Sie hoffentlich, die Reden, die Aschermittwochsreden der Parteichefs angeschaut. Und wir werden die jetzt analysieren und noch ein bisschen gegenüberstellen. Wer hat überzeugt, wer hat vielleicht nicht so überzeugt, waren ja doch sehr unterschiedliche Reden und vielleicht auch ein bisschen anders als erwartet. Ich würde sagen, wir machen es ein bisschen chronologisch und wir starten mit Herbert Kickl. Der hat begonnen, die traditionelle Aschermittwochsrede, muss man sagen, von Herbert Kickl. Bevor ich zum Peter Westenthaler komme, der, nehme ich an, ein sehr positives Urteil fällen wird, starten wir mit Josef Czap. Auch Sie haben sich die Rede angeschaut. War es eine Aschermittwochsrede, wie Sie es erwartet haben von Herbert Kickl, oder war es dann doch ein bisschen anders? Naja, also ich möchte mal vorausschicken, ich habe einmal die Aschermittwochreden von Franz Josef Strauß, dem ehemaligen CSU-Vorsitzenden, gesehen, und der hat natürlich in die Tasten gegriffen, dass man so gerauscht hat, und der hat das auch geprägt. Dann kam Jörg Haider, der das auch in dieser Halle dort begonnen hat, diese Aschermittwochreden zu halten. Die Tradition dieser Reden ist, dass man überspitzt, übertreibt, dass man halt Grenzen überschreitet. Das war heute eigentlich gar nicht so sehr der Fall, überraschenderweise. Es war die Rede, die er vorher gehalten hat, vor einigen Wochen, die war ganz anders. Und er hat, er ist ein Sprachakrobat. Ja, und wie auf diese Art und Weise das Publikum ansprechen, in Bewegung bringen. Aber ob er damit wirklich politische Inhalte transportieren kann, das bezweifle ich. Also er kann Gefühle transportieren, Empfindungen, er kann Kritik, er kann vielleicht sogar gegenüber den Machtträgern, dessen Worte sich in erster Linie, gegen die sich seine Worte in erster Linie richten, da kann er was in Bewegung setzen für einen Moment. Aber ob das reicht, um eine Regierungsverantwortung zu übernehmen, ein Land zu führen, ein Bundeskanzler zu sein, das muss ich ehrlich gesagt wirklich vehementest in Frage stellen. Denn das ist nicht die Rhetorik, nicht die Sprache, nicht das Auftreten, um dieses Ziel zu erreichen. Und das hat auch nicht diese Botschaft und Inhalte. Aber es sind an sich teilweise Themen in dieser Aschermittwochrede gewesen, die also sozusagen verascht waren für diesen Tag, für diese Rede, ja, wo er natürlich schon auf diese Dinge, die in der Bevölkerung momentan, ob das die Migrationsfrage ist, ob das jetzt die Vertrauenskrise ist, das hat er ja herausgearbeitet, das stimmt, das sagen aber eigentlich eh alle, ja, also er auch, dass es diese Vertrauenskrise gibt. Die Frage ist, wie geht man damit um? Was kann man da sozusagen alles machen, damit das beseitigt wird, weil das für die Demokratie so wichtig wäre, dass es hier auch wieder ein Vertrauen gibt. Ob er derjenige ist, der das abbauen kann mit der Art und Weise von Auftritten, das wage ich zu bezweifeln, aber es ist sein gutes Recht. Wir leben in einer Demokratie. Jeder kann auftreten, kann sagen, was er möchte, und das hat er auch heute getan. Also ich bin eher mehr, ich habe lieber andere Rhetorik. Wir kommen nachher eher ein bisschen zu den Inhalten der Rede. Es war, und wenn ich den Josef Czap richtig verstehe, interpretieren Sie das ähnlich, insofern überraschend, als es nicht ganz so angriffig war, wie sich es vielleicht viele erwartet haben, auch verglichen mit der letzten Rede, die er jetzt zum Neujahrs, also mit der Neujahrsrede, die er gehalten hat. War das ein bewusstes Zurücknehmen Ihrer Meinung nach heute? Es war allerbestes Politinfotainment, und ich muss heute ganz ehrlich sagen, die anderen beiden Parteien und die anderen beiden Darsteller haben heute einen sehr schweren Stand gehabt, denn Herbert Kickl, und das war heute so schön zu sehen, wenn man alle drei Reden gesehen hat, ist einfach der beste Rhetoriker, der beste Redner. Er bringt die Dinge auf den Punkt, er kann Menschen mitreißen, sie begeistern. Also Herbert Kickl hat ja über eine Stunde mit dem Volk, mit der Bevölkerung gesprochen.
Karl Nehammer hat immer mit dem Herrn Theodor gesprochen. Das werden wir nachher noch erörtern, wer der Herr Theodor ist. Aber denn seine Rede war, ich glaube, 20 Mal hat er den Herrn Theodor im Publikum, nämlich den Herrn Gutenberg, über den wir ja noch heute reden werden, angesprochen. Also ein rhetorisches Feuerwerk, hat überhaupt nichts zurückgenommen, sondern er hat im Wesentlichen das ja erklärt und noch einmal bestätigt, was er bei der letzten Rede gesagt hat. Dass er falsch interpretiert worden ist, ist er nicht eher schuld, etwa mit den Verhandlungslisten, dass er Gag war, politischer, und den er halt noch einmal erklärt hat. Aber er kann eines perfekt und auch als einziger aller dieser Politiker, der Spitzenpolitiker, nämlich er hat den Draht zu den Menschen. Er hat die Empathie, hat das Herz und er spricht so, wie die Bevölkerung denkt und wie die meisten Menschen sprechen. Und daher, lieber Josef Schaap, das ist ja heute keine Regierungserklärung, der politische Aschermittwoch. Und das ist ja keine Rede vor der NATO, das ist ja nicht, oder vor der UN, sondern Jörg Haider hat den politischen Aschermittwoch und ich war damals im 92er Jahr dabei, wie wir uns das überlegt haben, den zu erfinden. Den hat es in Österreich nicht gegeben. Den hat es gegeben in Bayern, hauptsächlich beim Franz Josef Strauß. Der Jörg Haider hat gesagt, du, wir sind rhetorisch eigentlich die Besten, warum machen wir nicht auch so eine Veranstaltung, wo wir den Menschen nicht nur die trockene Politik, so wie es beim Nehammer heute 4 Sei geschlafen hast, der Nehammer, das war ja unfassbar, der musste das Publikum halt auffordern zum Applaudieren, weil die sind alle eingeschlafen dort. In den hinteren Reihen wurde mir erzählt, wurde Karten gespielt, das muss man sich alles vorstellen, die hurchen den eigenen nicht einmal zu, weil er so langweilig ist. Langeweiler, humorbefreit und inhaltlich überhaupt weg vom Fenster. Karli, es ist vorbei, war das heute die Rede. Und der Herr Theodor weiß gar nicht, der Herr Gutenberg, wie im Geschicht, dass er dauernd angeredet wird von dem Nehammer. Also es war eine perfekte Rede, rhetorisch sehr gut. Es war vieles zum Schmunzeln dabei, habe ich ein paar Mal lachen müssen. Und das ist der Aschermittwoch. Das ist eine Mischung aus Politik und Satire. Nur wenn man sich da drüber traut, und das ist das Signal an die anderen beiden, nämlich an Nehammer und Babler, dann muss man es leider erkennen. Und die beiden haben ja eigentlich völlig, der eine hat geglaubt, er hält eine Parteitagsrede. Und wenn jemand entglitten ist, das sollte man halt auch mal sagen. Bin gespannt, ob das jetzt auch von den Medien so fair argumentiert und bewertet wird. Denn Josef Schaap hat recht. Den Kickl kannst du halt überhaupt keinen Vorwurf machen, dass er irgendjemanden persönlich beleidigt oder runtergetodelt hat. Ganz anders ist es aber beim Herrn Babler, der Tiervergleiche verwendet hat, der den Kickl als Kläffer, als Angstbeißer bezeichnet hat, der andere anbellt, Hundevergleich, nicht so toll, und alles andere außerhalb der SPÖ als antidemokratisch hingestellt hat. Ich muss sagen, das, na klar, wenn ich rhetorisch nicht so beschlagen bin, muss ich halt wahrscheinlich ablenken davon. Aber noch einmal, natürlich, wenn man humorbefreit ist, dann ist das heute nichts, der Aschermittwoch, weil das ist immer der eine Tag Faschingsverlängerung. Also der Kickl hat halt brilliert. Alle anderen beiden haben sich mit ihm aufs selbe Parkett begeben und haben leider abbissen. Das muss man auch sagen. Ja, ich würde nicht verleugnen, dass die eine oder andere Formulierung vom Herbert Kickl durchaus auch mich zum Schmunzeln angeregt hat. Das ist ja keine Frage. Na, die Formulierung Kopien. Ja, das ist ein bisschen zu schlüpfrig, das ist nicht ganz meins. Aber zum Beispiel zu sagen, kopieren statt kapieren, das hat eine gewisse Botschaft. Ja. Und ist auch nicht falsch. Ja. Denn die Welser-Rede des Bundeskanzler Nehammers war natürlich eine Blaupause, eine Kopie dessen, was die Freiheitlichen seit langer, langer Zeit schon gefordert haben. Und der hat sich halt eingebildet, er muss das dort einbauen in diese Rede, worauf gleich alle nachher gesagt haben, na, da geht dann aber gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedl. Schmied ist der Kickl, Schmiedl ist dann der Nehammer. Dann haben sie gesagt, na, das ist eigentlich nicht einmal ein Wahlprogramm gewesen in Wels, sondern das war ja etwas für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, vielleicht bis zum jüngsten Tag der ÖVP. Also jedenfalls, das war... Da gebe ich schon zu, aber ich weiß nicht, irgendwo musst, er hat erkannt, dass der Vorredner Heim Buchner einmal zu viel Bier in der Hand gehabt hat und zu viel Bier getrunken hat, hat gesagt, Herr Manfred, willst du jetzt zur Bierpartei gehen? Das war okay. Ja. Und hat er selber nur Wasser getrunken. Das stimmt, das ist mir aufgefallen. Ja, ne, der hat das schon. Und er hat auch gesagt, in der Demokratie, da wird abgewählt. Und er hat sich bemüht, sozusagen von Haus aus die Kritik, die schon war und die kommt, irgendwie aufzugreifen. Deswegen muss ich ihm noch nicht wollen. Ja, es gibt ja andere, ja, die erkennen, wenn man Fehler gemacht hat, dass man da selbstkritisch sein muss oder wenn man irgendwie anders mit den Dingen umgeht. Ich bin ja immer schon dafür gewesen,
dass man auch Witziges sagen kann, dass man Entertainment machen kann, dass man, ich habe auch gesprochen vor Versammlungen, wo die Leute alle ein Bier in der Hand gehabt haben. Ich bin da nicht so ein extremer Biertrinker, muss ich ehrlich sagen, daher bin ich auch überhaupt nicht gefährdet, die Bierpartei zu wählen, aber es ist irgendwie etwas, wo ich sage, es war eine Aschermittwochrede, eher im Sinne dessen, wie es der Franz Josef Strauß gehalten hat. Und die anderen beiden haben typische andere Reden gehalten, wobei der Nehammer ehrlich ausgegangen ist und gesagt hat, ich halte überhaupt keine Aschermittwochrede. Das war eigentlich über Nehammer reden wir eh noch, weil das war wirklich eine sehr eigene Rede. War, also ich muss schon ansagen, noch einmal, ich bin ja froh, dass es diesen einen Tag, mehr ist es ja nicht, in dem Jahr gibt, wo Politik auch über sich selber lacht oder zum Lachen Anlass gibt. Wir leben in so einer ernsten Zeit. Nur leider haben sowohl Babler als auch Nehammer die Aufgabe nicht verstanden. Ja, das muss man jetzt auch mal sagen. Das ist voll nach hinten losgegangen. Man muss sich auch vorstellen, auch die Resonanz. Da sitzen in der Jahnturnhalle über 2000 Leute. Die zahlen Eintritt, 18 Euro Eintritt. Ah, jeder. Währenddessen bei den anderen nicht einmal eine Hälfte oder ein Viertel kommt, gratis. Das ist ja ein sehr gutes Beispiel. Beim Nehammer war nicht einmal die Hälfte, knapp 1000, und die haben geschlafen und Karten gespielt, wie wir jetzt hören. Und beim Babler waren überhaupt nur 500. Also ein Viertel von dem, was bei der, aber die waren gratis, währenddessen in Ried ja sogar Eintritt bezahlt worden ist. Das muss man auch mal sagen. Es hat halt Tradition und die Freiwilligen haben Tradition, deswegen hat diese Veranstaltung alle Stiegeln gespielt. Sie war perfekt durchorganisiert. Darf man erlauben, die Reminiszenz an Jörg Haider war auch sehr gut, was Herbert Kickl da gesagt hat, weil es war eine Erfindung von Jörg Haider. Die Einzugsmelodie war die berühmte Einzugsmelodie, die Jörg Haider bei allen seinen Veranstaltungen gemacht hat. Auch das war für mich schon rührend eigentlich, schon der Beginn. Und der Punkt ist, dass jetzt alle anderen beiden Parteien, SP und ÖVP, den Kickl ständig verteufeln, wie furchtbar er ist und der Extremist und alles mögliche. Und dann kopieren sie ihn aber sogar schon am Aschermittwoch. Und das kann ja nur schief gehen, am besten ja die ÖVP. Also die ÖVP schafft es ja, die soll es überhaupt umbenennen, aus ÖVP würde ich sagen, österreichischer Verein der Plagiatoren. Ne? Weil die plagieren jetzt die Veranstaltung von Kickl. Es ist zwar SPS, was der Kickl macht, aber das heute war ein Plagiat, das in die Hosen gegangen ist. Und daher ist es auch logisch, dass sie einen der größten Plagiatoren dieses Planetens als Hauptredner eingeladen haben, nämlich den Herrn, das ist nämlich jetzt der Herr Theodor. Der Herr Theodor zu Gutenberg musste 2011 als Minister zurücktreten, weil er seinen Doktortitel erschlichen hat mit Plagiaten. Das ist Faktum. Und den lädt die ÖVP, Klammer auf, die Partei der Leistung, wie sie sich immer bezeichnen, lädt den als Hauptredner. Das muss da ja auch mal einfallen. Und daher sage ich ÖVP, nicht mehr österreichische Volkspartei, sondern österreichischer Verein der Plagiatoren. Passt alles super zusammen. Sie plagieren die Politik des Herbert Kickl, sogar die Veranstaltungen ziehen sie jetzt schon gleich, nur sie scheitern dabei. Und Gutenberg war halt wirklich eine gute Besetzung, muss ich sagen. Nur der Nehammer hätte mit ihm das auch unter vier Augen besprechen können, was er da in der halben Stunde oben gerast hat. Ich habe auch Veranstaltungen zu organisieren gehabt in meinem politischen Leben. Und immer wenn man einen Hauptredner hat, muss man sich überlegen, wer ist der Vorredner. Ja? Jetzt, ich will mich da nicht versteifen auf den Heim Buchner, der ist in erster Linie wahrscheinlich in anderen Bereichen begabt, ein Bierzeitredner ist er nicht. Ja. Ja, das muss er nicht sein. Ja. Aber er hat dann durchgeredet und hat ununterbrochen das Bier in der Hand gehabt. Ich wollte schon fragen, ob wir da auch ein Bier haben. Das war einfach ein Wahnsinn. Das finde ich war, der hätte erstens nur zu lang geredet und zweitens am besten war gewesen, er hätte gar nicht geredet. Aber ist egal. Es geht ja um die drei Haupttrainer. Ja, aber das ist er nicht, natürlich. Und beim Nehammer ist das mit dem Vorredner überhaupt in die Hosen gegangen. Denn der Vorredner war besser als der Nehammer. Das ist ja das. Der Karl, der Gutenberg, von und zu Gutenberg, ja, der Herr Graf, der hat dort eine Rede hingelegt, ja, wo man sagen muss, wozu redet dann überhaupt noch der Nehammer nachher. Ja. Das hat er auch erkannt. Die Grundintelligenz hat der Nehammer gehabt, ist rausgegangen und hat gesagt, ich habe da eine vorbereitete Rede von den Mitarbeitern, die da unten sitzen. Ich halte sie jetzt nicht. Erleichterung im Saal. Und ich habe gesagt, Gott sei Dank hält er die Rede nicht. Er musste sie auch gar nicht halten, wenn natürlich die wichtigsten Punkte in der gescheitesten Art und Weise mit der besten Rhetorik der Karl von und zu Gutenberg dort gehört, von dem übrigens nichts halt. Ja. Und wo ich der Meinung war, der war immer schon für Besetzung und alles. Ja. Aber dort war er, es war ein Fehler, dass die den dort eingeladen haben. Wir reden eh noch über Nehammer. Ich würde nur gerne auf was zurückkommen, was der Herr Westendahl gesagt hat, nämlich das war sehr auffällig, das mit der Melodie wusste ich nicht, aber dass Herbert Kickl in seiner Rede sehr viel Bezug auf Jörg Haider genommen hat.
Ist das Ihrer Meinung nach ein bisschen eine neue Strategie auch? Naja, ich habe den Jörg Haider erlebt bei Fernsehdiskussionen, wo ich mit ihm dort debattiert habe. Ich habe ihn erlebt im Parlament, wenn ich jetzt einen dringenden Anfang. Er war, wir haben ihn politisch in vielen Fragen einfach bekämpft. Und ja, das ist einfach das Wesen einer Demokratie. Wenn man unterschiedlicher Auffassung ist, dann ja, ist es so. Trotzdem war er von seinen Fähigkeiten gegenüber dem, was dann nachher in der FPÖ gekommen ist, schon eine andere Liga. Er war eine wirkliche Herausforderung an das politische System. Er wollte die Dritte Republik, der wollte da wirklich eine radikale Umgestaltung in Österreich herbeiführen. Und deswegen haben wir natürlich dagegen gehalten, weil wir der Meinung waren, das zerstört den Sozialstaat, die Republik und. So, dass der dauernd auf den Jörg Haider Bezug nimmt, das ist so quasi das ist seine Entscheidung. Ja, ich weiß nicht. Irgendwann einmal muss er aus dem Schatten Jörg Haiders heraustreten und muss sagen, ich Kickl, ich bin Kickl. Ja? Und die Definition, ich Kickl, definiere mich auch über Jörg Haider, verstehe ich, weil er mit ihm zusammengearbeitet hat, sehr lange. Ja? Aber trotzdem muss er sozusagen seiner eigenen, das war mir persönlich, ich bin jetzt versucht, ein objektiver Beobachter zu sein. Ja? Das war 3 Minuten in der Rede und du wirst schon verstehen, wenn du in Oberösterreich bist, beim freiheitlichen Neujahrstreffen, das übrigens zum 32. Mal stattfindet, ja, das ist eine große Historie, das der Jörg Haider erfunden hat, das auf ihn zurückgeht. Okay. Jörg Haider war Oberösterreicher, deswegen auch die große Reminiszenz an Oberösterreich. Und der Jörg Haider ist halt nach wie vor eine Lichtgestalt der Geschichte der FPÖ. Und der Herbert Kickl hat zu Recht und völlig richtig da auf diese Punkte verwiesen und hat auch verwiesen, dass es Parallelen zur damaligen Zeit gibt. Du hast es ja gerade bestätigt. Auch zur damaligen Zeit ist der Jörg Haider verteufelt worden, als Extremist hingestellt worden, als Todel, als Teufel, als alles Mögliche. Und hat immer Wahlen gewonnen. Und das ist ja schon eine Reminiszenz, die auch heute gilt. Der Unterschied wird sein, dass der Herbert Kickl noch ein deutlich besseres Wahlergebnis haben wird, als der Jörg Haider hatte. Er hat noch immer die Nummer 1, die 26% aus dem Jahr 1991, wird der Herbert Kickl, so wie es im Moment ausschaut, deutlich überschreiten. Darf ich dazu was sagen? Der Fehler, den damals die Sozialdemokraten gemacht haben, und da nehme ich mich nicht aus, wir haben zu wenig berücksichtigt in der Auseinandersetzung mit dem Jörg Haider, nämlich, dass wir eigentlich ja den seine Wähler haben wollten immer. Ja, den Jörg Haider, ob du den überzeugst oder nicht überzeugst, ist eine andere Geschichte. War auch nicht zu überzeugen, der hat eine eigene Position gehabt. Aber wenn man eine Politik verfolgt, wo am Ende des Tages die den Jörg Haider damals schon sympathisch gefunden haben, noch mehr zu ihm halten, dann ist die Politik daneben gegangen. Und wenn das jetzt wieder so ist, ja, dass man Politik macht, wo die 31% in den Umfragen sagen, na super, so wie die anderen Parteien jetzt mit uns umgehen, da werden wir erst recht den Kickl wollen, dann stimmt was nicht besonders Strategie. Du musst ja versuchen, in Wahlbewegungen zu gewinnen. Du musst überzeugen, du musst diskutieren. Und da muss man mit sehr viel, wie soll man sagen, da muss man aufpassen, dass es da nicht zu einer Solidarisierung kommt, wo man dann das Gegenteil erreicht und den man eigentlich schwächen will, dass er stärker wird. So, und das war die Kritik, die auch heute teilweise anzubringen ist, wenn man einmal sagt, ohne dass ich kenne das Programm der FPÖ, ohne dass ich außer den paar Überschriften, die der Kickl immer wieder sagt, sage ich gleich mal von Haus aus, der ist der Gott sei bei uns. Das ist in einer Demokratie nicht klug, ja, schon gar nicht, wenn die über 30% in den Umfang sind, sondern wenn man sich auseinandersetzt, man muss das Gefühl geben, dass die Menschen, die jetzt gerade die FPÖ sympathisch finden, dass man ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Bedürfnisse versteht und dass man vielleicht bessere Lösungsangebote hat, als das gerade der Kickl und die FPÖ machen. Das ist Demokratie. Ja, aber du kannst nicht ständig, so wie das Babel an Nehammer ja machen und mittlerweile ja dafür... Babel und Nehammer machen es genau falsch. Die bilden diese AKA, von der heute auch Herbert Kickl gesprochen hat, nämlich die Anti-Kickl-Allianz, die Viererbande, so wie ist meine persönliche Bezeichnung, gegen einen, weil der halt im Moment bei der Bevölkerung und mit dem Volk als Volkskanzler am besten ankommt, weil er auch die besten Ansagen hat. Die bilden halt eine Allianz, einer gegen alle, alle gegen einen. Und das natürlich nutzt ihm das. Natürlich war das auch in der Vergangenheit so, dass es ja keiner genutzt hat. Nur was jetzt passiert, ist ja, dass ein Schritt weitergegangen wird.
Babler und Nehammer versuchen ja, den Herbert Kickl als Extremisten darzustellen. Anders spricht sogar aus. Nämlich der Herr Nehammer sagt, das ist ein Rechtsextremist, wo wir beide wissen, was Rechtsextremismus bedeutet. Nämlich Antiparlamentarismus, Antidemokratismus und vor allem Gewalt. Und nichts, das dergleichen trifft zu. Und wenn der Babler heute den Herbert Kickl mit einem Hund vergleicht, bin ich auch gespannt, wie morgen die Medien auf das aufhupfen. Stell dir vor, der Kickl hätte es heute gemacht, hätte Tiervergleiche gewählt mit anderen. Und da glaube ich halt, das gehen auch die Parteiapparate nicht mehr mit. In der ÖVP gibt es massive Kritik an Nehammer aufgrund dieser Aussagen, weil er überzogen hat. Und noch viel mehr in der SPÖ. Heinzlmeier hat das vorige Woche ja runterdeklariert. Und jetzt gibt es den Muchitsch, der schon Kritik gibt an den Babler. Das ist auch das Problem des Herrn Babler. Wie kann der glaubwürdig andere attackieren, wenn er dauernd selber attackiert wird, aber nicht von anderen, sondern von der eigenen Partei? Der hat ja einen riesen Flohzirkus der Widersprüchlichkeiten in der eigenen Partei, die er im Moment nicht heben kann, und dann stellt er sich hin und haut auf alles hin, was nicht nickel- und nagelfest ist. Also das ist keine Meisterleistung, und ich bin daher echt der Überzeugung, dass in diesem Wahlkampf es um ein Thema geht. Das ist einerseits, wer steht auf der Seite der Demokratie? Ja, das ist ein Thema. Und da hat sich die Freiheitliche Partei in ihren 68 Jahren bestehen und auch heute nichts zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, der Herbert Kickl ist ein Verfechter von Freiheit und Demokratie. Bestes Beispiel Corona-Zeit. Da war er der Einzige, der für Freiheit und Demokratie eingetreten ist. Und es wird eine Frage des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit sein. Und da hat halt, wie man heute gesehen hat, wenn ihm die eigenen Leute unter die Hände einschlafen bei seiner Rede, der Herr Nehammer nicht mehr viel zu melden. Ja, das ist schnell was sagen. Ich bin gegen die Verwendung der Begriffe Linksextremismus, ja, Rechtsextremismus, ohne dass man zugleich nicht auch vermeidet, dass es zu einer Verharmlosung kommt, richtig, nämlich der wirklichen Rechtsextremisten und der wirklichen Links. Die Linksextremisten wie die Bader-Meinhof-Bande und diese ganzen, ja, Bombenleger und was weiß ich was alles, ja, und der Stalinismus und Stalin und die Unterdrückung und die Diktatur und das alles. Und da sagt man, ja, das sind die Ökokommunisten und die Kommunisten da, und tut man da Nehammer. Und dann ist einmal mit dem Rechtsextremismusbegriff gekommen. Rechtsextremismus im Sinne von Nationalsozialismus. 65 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, Millionen Tote Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuelle, Ausschaltung des Parlaments, der Gewerkschaften, Verbot der Parteien und. Ja. Und die NSDAP damals hat gehabt mit der SA 3 bis 4 Millionen Terroristen in ihrer Organisation, die auf der Straße die Leute alle niederprügelt, bekämpft und umgebracht haben. So. Und da musst du klar, präzise die Begriffe verwenden. Ja? Und das, dafür bin ich, weil sonst haben wir eine Vergiftung der Innenpolitik, die letztlich dann nur so mit so Dingen arbeitet, wo dann nur mehr das Gefühl und die Abneigung und der Hass ist. Und der Hass ist das größte Gift, vor allem wenn es in so einer Situation, in der wir jetzt leben, eigentlich das Miteinander, das Entscheidende sein sollte, um all diese gigantischen Herausforderungen auch wirklich zu bewältigen, die auf Österreich jetzt in Zukunft zukommen. So, und trotzdem bin ich für Entertainment und für scharfzügige, habe ich auch selber gemacht bei meinen Parlamentsreden, aber ich habe nur in meinem Leben 2 Ordnungsrufe gekriegt, nur 2, das will ich sagen. Ich war jahrzehntelang im Parlament. Abschließend, ganz kurz, Schulnote für die Rede von Herbert Kickl. Das machen wir jetzt bei jeder von den beiden. Ja, ich mag keine Schulnoten, die habe ich schon in der Schule nicht leiden können, weil ich keine besonderen Noten gehabt habe. Also ich möchte ihn nicht benoten, aber ich gebe zu, er hat im Gegensatz zu der letzten Rede, die er gehalten hat, wo er also kritisiert worden ist, versucht, da etwas anders mit seinen Kritikern umzugehen. Schulnote? Ja, ich möchte keine Schulnoten geben, weil das ist so schulmeisterisch. Aber mir hat es sehr gut gefallen, ich habe mich köstlich amüsiert. Das ist der Sinn einer Aschermittwochsrede. Infotainment, Lachen und ein Kernchen Wahrheit ist auch immer dabei bei diesen Attacken. Und so gesehen, jeder, der die Rede gesehen hat, soll sich sein eigenes Bild machen. Wer sie nicht gesehen hat, soll sich es nochmal anschauen. Ich gehe sehr auf YouTube und überall, oder auf OE24 kann man sich das nochmal anschauen. Und dann wird man eigentlich zum Schluss kommen, das war eine sehr, sehr lockere, lässige, launige und trotzdem nicht inhaltsarme Rede. Gut, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über die Rede von Karl Nehammer. Die war deutlich kürzer, knapp eine halbe Stunde nur. Herbert Kickl hat ja über eine Stunde gesprochen, und von dem Inhalt und auch von der ganzen Präsentation muss man sagen, wie Tag und Nacht. Aber gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Peter Westenthaler und Josef Czapp sind zu Gast. Wir haben uns heute die Aschermittwochsreden der Parteichefs angeschaut und jetzt sprechen wir darüber. Wir haben schon die Rede von Herbert Kickl analysiert und jetzt sprechen wir über den Bundeskanzler Karl Nehammer. Eine ganz andere Rede, muss man sagen. Im Vorfeld hieß es, er will jetzt staatsmännisch anlegen. Hat nur knapp eine halbe Stunde gedauert. Applaus war eher verhalten, die Stimmung war überhaupt, muss man sagen, ein bisschen gedämpft. Dort, was sagst du da? War das überhaupt der Aschermittwochsrede? Beginnen wir vielleicht mal damit. Also wenn man sagt, man macht der Aschermittwochsveranstaltung, dann sollte es auch eine sein, weil man ja geht mit einer gewissen Erwartungshaltung da hinein. Dass der Herr Nehammer humorbefreit ist, wissen wir. Dass er herzlos und keine Empathie hat, wissen wir auch. Und das, wenn da das beides fehlt, dann kannst du ja nicht aus dir herausgehen. Und jetzt mit Verlaub, aber das ist zu wenig für einen Bundeskanzler. Das ist einfach zu wenig, sich 30 Minuten hinzustellen. Ich habe beim 15. Mal lieber Theodor aufgehört zum Zählen. 15 Mal mindestens, also wahrscheinlich mehr in diesen 30 Minuten, hat er den Herrn Theodor angesprochen. Also das ist dieser Plagiateur, der da seinen Doktortitel sich erschlichen hat und dann als Minister zurücktreten musste. Das ist keine Auszeichnung für einen Kanzler. Das hätte er ja sich mit ihm auch unter vier Augen ausmachen können. Und dann noch einmal, wenn du einmal so weit bist bei einer Veranstaltung, du wirst mir doch recht geben, wenn du einmal so weit bist, dass du draußen als Redner stehst, es sitzen vor dir 1000 Leute und die klatschen nimmer mehr. Du strengst dich ja an, dauernd, du sagst was, aber du redest quasi durch die Leute durch, als wären sie gar nicht da. Und er muss dann selber, und das habe ich auch dreimal gezählt, dann habe ich es auch lassen, wahrscheinlich war es öfter, aber zumindest dreimal, selber die Leute zum Klatschen auffordern, also um Applaus betteln, das ist die größte Niederlage, die ein Redner erleben kann. Normalerweise gehst du beim ersten Mal, wenn sie nicht klatschen, von der Bühne. Also das heißt, ich weiß nicht, was dort passiert ist. Hat der Theodor die vorher eingeschläfert, alle, wir wissen es nicht, ich habe die Rede nicht gesehen, so toll kann die nicht gewesen sein. Also vielleicht sind die Leute eingeschlafen oder vielleicht sind sie erst beim Nehammer eingeschlafen. Jedenfalls, so kannst du nicht in Konkurrenz treten mit den derzeit Führenden, mit dem Primus Inter Pares bei allen Umfragen, der derzeit alles richtig macht, bei dem die Veranstaltung alle Stickeln spült, da wird gejohlt, geklatscht, gesungen und gelacht und eine Stunde 15 purstes Polit-Infotainment in Ried beim Kickl und dann, es war der Kontrast so arg, dann schaltest du um. Ich habe mein Handy, normalerweise kriege ich immer super Danke. Ich habe gekriegt Mails, die haben alle weggeschalten und SMS. Ich habe das halte ich nicht aus. Und ich glaube, also da ist Hopf und Malz verloren. So kann man kann das gar nicht analysieren, weil ja auch der Inhalt der Rede sowas von inhaltsleer war. Und ich war halt ein Aufguss, ein schlechter Aufguss der ohnehin auch schlechten Rede des Österreich-Plans, wo die ÖVP dann in den Umfragen bis letztes Mal auf 21% abgestürzt ist. Das muss man ja mal dazu sagen. Das heißt, die Bevölkerung sieht das ja ähnlich. Also großer Redner wird der nimmer mehr und schon gar nicht auf einen Aschermittwoch. Ich kann nur empfehlen, gut, den nächsten Aschermittwoch ist er eh nicht mehr Bundeskanzler, da ist er schon wahrscheinlich Nationalratspräsident, Dritter in dem Fall. Und da wird er das nicht mehr in die Verlegenheit kommen. Aber lieber Karli, es ist nicht nur vorbei, sondern lass die Finger von großen Reden, wer kann es einfach nicht. Tut mir leid. War es wirklich so fürchterlich? Es war eigentlich gar keine Rede, wenn man es einmal streng betrachtet. Der Karl Theodor von und zu Gutenberg, der Herr Graf, hat ihm schlicht und einfach die Show gestohlen. Ja. Und dann ist er rausgegangen, hat das erkannt, dass das alles für die Fische ist, hat die Rede dort quasi auf den hingeschmissen und hat gesagt, so, jetzt heute keine Rede. Und hat dann einfach so frei ein bisschen wieder erzählt, was ein Wels eh schon gesagt hat. Und hat dann noch belehrt, wie wichtig jetzt Europa ist. Da ist eh kein einziger gesessen, der nicht der Meinung ist, dass Europa wichtig ist. Ja. Dann sagt er diesen historisch bedeutenden Satz, wir müssen Europa besser machen. Ich glaube, die stirbt vor Lachen. Das sagt auch jeder. 200, 300 Millionen Leute in Europa, dass wir besser machen. Aber was besser? Wer? Mit wem? Für wen? Das sind ja 1000 Fragen, ja, die damit verbunden sind. Ja, finanzielle Fragen, soziale Fragen, politische Fragen, friedenspolitische, sicherheitspolitische, nichts, gar nichts, da ist überhaupt nichts gekommen, sondern der hat halt einfach gelangweilt zum Philosophieren angefangen, der wollte einfach seine 30 Minuten runterklappern und das hat man gemerkt. Und dann hat er plötzlich wieder entdeckt, wir sind eine christlich-soziale Partei.
bei den vielen Dingen, die zu verantworten gehabt haben in den letzten Jahren, egal mit wem, aber 37 Jahre lang in der Regierung, war das nicht erkennbar, dass die christlich-soziale Wurzeln wiederbeleben wollen. Natürlich haben sie das gehabt. Natürlich war das ihr Selbstverständnis, vor allem nach 1945. Ja. Und jetzt sagt er, nichts Türkis, gar nichts, wir sind wieder christlich-sozial. Ja, aus. Wir müssen wieder Werte haben. Wir müssen einfach Werte haben. Ja. So, und das braucht, und die dort waren vor den Kopf gestoßen, weil zuerst heute die Welser-Rede war eigentlich war die Welser-Rede eine halbe Aschermittwoch-Rede, muss man sagen. Ja? Dann haben wir alle gesagt, bist du, du bist der Bundeskanzler, du kannst da überhaupt nicht eine Aschermittwoch-Rede halten. Das ist ja die nächste Wahrheit. Ja? Muss ein Bundeskanzler, kann ein Bundeskanzler überhaupt eine Aschermittwoch-Rede im klassischen Sinn halten? Ja? Also ich meine, der Franz Josef Strauß wollte auf die Art Bundeskanzler werden und ist nicht ruhen. Ja? Also die hat, ich stehe fast unter Schock. Es soll angeblich, es wurden, wie er das gesagt hat, mit den christlichen Werten sollen ein paar Blitzer gesichtet worden sein. Ober der Messehalle in Klagenfurt soll es kurz einmal blitzt haben von oben runter, ja, weil das glaubt nicht einmal der da oben. Du meinst, beim Kim Il-sung geschieden, die Sonne aufgegangen, oder was? Nein, aber also bist du noch fertig? Nein, ich bin noch ganz fertig. Schau, und dieses Einladen zum Applaudieren, beim einmal finde ich es ja lustig. Ja. Aber nicht da. Aber sozusagen, und dann, du musst dir das so sehen, der lädt ein zum Applaudieren und die fangen nur ganz langsam an. So. Ja. Das ist wie ein Protestapplaus. Sag, pass auf, da vorne, ich glaube, du kannst mir anschaffen, wenn ich applaudiere. Ich applaudiere nur, wenn du gut bist und heute bist du nicht gut. So ungefähr das war das. So. Dann hat er gemerkt, das ist nichts. Du sagst, der hat durch die Leute durchgeschaut. Der hat überhaupt nicht geschaut. Ja. Der hat einfach gesucht nach Worten. Ja. So, dann kam der zweite Anlauf zum Applaudieren, dann ist schon peinlich, weil da hat er schon gesagt, die Einladung zum Applaudieren, das ist ein bisschen variiert, dann diese Applausaufforderungen. Also das war einfach unglaublich und erfolgreich. Vor allem, nur kurzer Einwand, wir haben ja das aber ein paar nicht applaudieren können, weil es gerade die Karten in der Hand kommt. Also, da hat ja einer gerade einen Gangel gespielt, da legt er nicht die Karten weg und applaudiert, das ist ja logisch. Mir tut das in der Seele weh, weil eigentlich die Partei hat ja nach 45 für Österreich viel geleistet und ist sicher das nicht so, dass man einfach immer nur so kritisch und so schlecht reden soll. Und die ÖVP ist eine Partei, die mitgewirkt hat am Aufbau der Republik und so. Und ich habe auch viel mit anderen zusammengearbeitet. Also ich will da nicht immer so reden müssen. Aber der lässt dann ja keine Wahl. Ja, wenn ich so nicht rede, bin ich unehrlich zu mir selbst. Das kann ich ja gar nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das nicht gedacht, dass das in dieser Art und Weise auch zutage tritt, dass das ein bisschen durch diese Versammlung wie eine Selbsthilfegruppe gewirkt hat. Ja? Aber eine schlechte Selbsthilfegruppe, weil da brauchst du mich vorher einen Guru, der die wirklich in Bewegung bringt. Das ist ihm in Wales gelungen. In Wales war das eines, hat er das Ganze umfunktioniert und in der Halle mit den 2000 Leuten zu einer Art Selbsthilfe. Ich will nicht sagen Hypnose, weil das schon der Kickl gesagt hat, aber es ist nicht ganz falsch, ja, dass die das dort probiert haben. Und er hat den Guru abgegeben und dann haben die Leute alle gesagt, du pass auf, das ist ein Blödsinn, das geht nicht. Das, was du da in deinem Plan hast, dazu braucht man Jahrzehnte. Und Bohr haben dann gesagt, nein, das ist nicht einmal ein Wahlprogramm. Und jetzt kennt sich kein Mensch aus. Was ist was in der ÖVP? Die Maria Rauch-Kallert hat uns erklärt, das gilt erst alles ab 2030. Das heißt, das ist in 6 Jahren. Der ganze Plan ist gar nicht aktuell. Und das Wenige, das aktuell sein würde, wird innerhalb von kürzester Zeit widerlegt. Ja. Beispiel, wenn er jetzt daherkommt mit Gendern, und da meint er ja nicht das wirkliche Gendern, sondern er will nur das Binnen-I wegtun. Und das möchte er bis 2030, in 6 Jahren. Und dann, logisch sagt der Kickl am heute, das mache ich in 6 Minuten. Also, sobald ich Kanzler bin, ist das in 6 Minuten erledigt, das mit Gendern. Weil es gibt nur mehr Mandel und Weibel und aus. Das ist vorbei. Super Ansage. Oder jetzt hat er uns doch versprochen, erinnert euch, Bargeld in die Verfassung. Ja. Hat er im Sommer versprochen. Große Kampagne, weil das ein gutes Thema ist und weil das die Freiheitlichen schon seit Jahren fordern. Wollte er ihnen das Thema wegnehmen. Im Österreich-Plan steht von dem nichts mehr drin mit dem Bargeld. Und siehe da, heute lesen wir verdutzt in den Zeitungen, in Wien macht jetzt der erste Biller bargeldfreies Einkaufen. Da kannst du nicht mehr mit Bargeld zahlen. Da kannst du nur mehr mit Cashless, also nur mehr mit der Karte zahlen. Also
jeder, der dort reingeht und nicht mehr einkaufen gehen kann, weil er keine Karten mit hat oder weil er einfach nicht will, weil er mit Bargeld, erinnert sich, hat uns nicht dann, nee, haben wir da was versprochen mit Bargeld in der Fahrt, auch widerlegt. Und so zieht sich das überall durch, bis heute mit diesem Bild Leistung. Er redet so gern von Leistung und wir müssen die Leistung fördern und lädt sie ja ein, der nicht gerade durch Leistung berühmt geworden ist, sondern durch ein Plagiat. Na, Entschuldigung, das ist auch nicht eine wirkliche Ansage auf Leistung. Und das alles ist halt so nicht stringent, hat keine Linie und deswegen auch die verheerenden Umfragedaten, muss man auch sagen. Vielleicht noch ein Punkt, das war jetzt zwar nicht Thema bei der Rede, aber es war heute ein großes Thema untertags. Die ÖVP hat ihren Plan für das künftige Arbeitslosengeld bekannt gegeben. Da soll dieses degressive Modell kommen, sprich, man soll nach einiger Zeit zumindest weniger als 50% seines Bezugs bekommen. Wie sehr schaden solche Ansagen ausgerechnet in einem Wahlkampf? Ja, oder nützt das vielleicht sogar in der ÖVP-Klientel? Ich sage was, das Schlimme an dem Ganzen ist, am Vormittag sagen die beim Arbeitslosengeld einsparen und am Abend sagt er, unsere Werte sind die christlich-sozialen Werte. So einen ärgeren Widerspruch kann man gar nicht machen. Man muss ja völlig daneben sein, wenn man schon diesen unsozialen Plan hat, dass man das nicht am gleichen Tag sagt, wo man aber eigentlich sind wir christlich-sozial. Also wir sind nicht nur sozial, wir sind auch christlich-sozial motiviert. Also das ist sowas von grenzenlos unglaubwürdig, aber dann letztlich auch, ich meine, wem soll das nutzen, ja, in der ÖVP, die da dauernd hin und her, die nicken doch alles ab, was die Grünen gerade machen, wo die Unternehmer in der ÖVP jedes Mal Kreuzschmerzen kriegen. Ja, jetzt, ich will mich nicht da positionieren, ob das gescheit oder nicht gescheit, ich will nur beschreiben, wie diese Koalition da daneben liegt, im Innenverhältnis und die Schwäche der ÖVP war momentan den ohnehin schwachen Grünen, doch die eine andere Möglichkeit bietet. Ja. Die Gewessler, die ist überhaupt die Beste, die Ministerin, die fängt jetzt mit Erdgas an. Die fängt mit, jetzt plötzlich kommt das russische Erdgas. Ja, weil die Preise wieder runtergehen, ja, das wieder, ja, steigen. Ne? Ja, die will jetzt das umorientieren, hat sich nicht damit beschäftigt, welche Auswirkungen das unter Umständen, nachdem, wie sie das sagt, ja, für den Otto-Normalverbraucher, für die Menschen, die heizen müssen, die den Strom einkaufen, und, wie soll das gehen? Ja, ich sage auch mal so, ja, weg von den Fossilen und hin zu der erneuerbaren Energie, weil ich bin ja nicht dagegen. Ja. Aber so wie die das sagt, so jetzt schauen wir mal die Verträge an. Und dann werden wir schauen, ob wir nicht da OMV und den Russen den Hanau dran und heute sagt so einer, und wann das Adrat wird, habe ich im Radio gehört, und die Ukraine hat auch kein Erdgas, müssen wir den Ukrainern ein Erdgas auch noch liefern? Ich meine, du musst dir das einmal vorstellen, wie planlos, chaotisch, orientierungslos. So kann eine Regierung nicht funktionieren. Und wir werden immer mehr zu einer Lachnummer in Europa. Und das ist ewig schade, weil ich liebe Österreich. Ich liebe dieses Land. Ich liebe die Menschen, die hier fleißig arbeiten. Die haben sich das einfach nicht verdient. Ja, und das finde ich, das ist, dann sagt er, darf ich das noch schnell hinzufügen, der Begriff bürgerlich Mitte rechts. Was ist das? Das kann ich sagen. Das ist ein Auto, wo er Gas gibt, aber die Handbremsen ist angezogen. Ja, das ist sinnlos. Das ist nichts, der kennt sich auch da nicht aus. Dann hat er einen Geschichtsunterricht gehalten, da hat er sich dann noch festgehalten am Alois Mock, ja, eine historische Persönlichkeit. Ja. Der hat einfach, und dann hat er eigentlich Nachhilfeunterricht und Hilfe für Reinhold Lopatka und seinem Team gemacht. Der hat ja da teilweise auch eine EU-Wahlrede halten müssen, weil die so grottenschlecht in den Umfang liegen. Ja, nicht so schlecht wie er, aber trotzdem schlecht. Wobei man das mit der Arbeitslosigkeit, also ich schicke mal voraus, also, Arbeitslosigkeit kann jeden treffen. Muss jeder überlegen. Ah, Menschen, die überhaupt noch nie arbeitslos waren. Vielleicht sogar den Nehammer. Nehammer kann es schneller treffen, als er glaubt, dass er zum AMS muss. Weil wer nimmt den noch, wenn er dann nicht mehr Kanzler ist? Spaß beiseite. Arbeitslosigkeit kann jeden treffen. Daher ist es natürlich, auch was die Zeitachse anbelangt, in einer Zeit, wo wir Rekordarbeitslosigkeit haben, die ÖVP zu verantworten hat. Wir haben 425.000 Arbeitslose, über 8%. Und die ÖVP hat als einzige Antwort, wir kürzen euch das Arbeitslosengeld. Ja. Ich meine, das ist ja unbar. Sind aber christlich-sozial. Die christlich-sozial. Ja. Das ist ja eigentlich sowas von herzlos. Und wenn du das in die Reihe einreißt,
nämlich der Aussagen des Herrn Nehammer, der sagt, wenn es arm seid, geht es an Burger essen, wenn es zu wenig Geld habt, dann müsst ihr mehr arbeiten und wenn es Teilzeit arbeiten geht, Frauen, dann müsst ihr halt Vollzeit arbeiten gehen. Das passt doch genau rein. Wenn es arbeitslos wird, streichen wir halt euch das Arbeitslosengeld. Und ich muss ehrlich sagen, das kann ja keine empathische Politik mit Herz sein, sondern das ist jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wie es den Menschen wirklich geht, die sich im Moment das Leben nicht finanzieren können. Und so einen fällt dann auch nicht ein, dass er Preise deckelt, hat er noch nie gemacht, macht er nicht, die Inflation rauscht weiter durch und dann nickt er alles ab, was von den Grünen kommt, CO2-Steuer, erhöhte Spritpreise und der Wahnsinn mit dem Gas von der Frau Gewessler, ich meine, das ist ja unfassbar, jetzt beginnen schön langsam die Gaspreise, Energiepreise doch zu fallen und was macht die? So, Gas wird gestrichen, damit ist völlig klar, die Reaktion ist schon klar, dass das jetzt wieder steigen wird und die Heizkosten und die Betriebskosten, alles wieder steigen wird. Eine Regierung, die sich nicht mehr im Griff hat und die ihr Leiden leider, wie wir jetzt erfahren haben, bis 29. September verlängern wird. Machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über den Dritten im Bunde, Andreas Babler. Auch der hat heute seine Aschermittwochsrede gehalten. Man muss sagen, im Vorhinein auch etwas überlagert worden von Querschüssen von allen Seiten. Am Wochenende hat Hans-Peter Doskozil gesagt, er schließt eine Koalition mit der FPÖ per se nicht aus. Und gestern hat Beppo Muchic, mächtigster oder einer der mächtigsten Gewerkschafter in der SPÖ, gemeint, die SPÖ muss sich wieder mehr in die Mitte bewegen. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht es weiter mit unserem dritten Teil mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück an diesem Aschermittwoch. Ich hoffe, Sie haben einen guten Heringschmaus hinter sich und sich vielleicht auch die Reden der drei Parteichefs angeschaut. Wir analysieren das Ganze jetzt. Wir sind bereits durch mit Herbert Kickl und Karl Nehammer. Auch Andreas Babler hat eine Rede gehalten, die spielen wir dann übrigens gleich im Anschluss an Czapp Westenthaler. Und der Peter Westenthaler hat schon gesagt oder kritisiert insbesondere, dass seiner Meinung nach Andreas Babler da heute über die Stränge geschlagen hat, weil er Herbert Kickl als Angstbeißer tituliert hat, also einen Tiervergleich gezogen hat. Stoßen Sie sich daran oder sagen Sie, das ist im Rahmen einer Art Aschermittwochsrede? Ist nicht meine Sprache. Ich finde, er hat wirklich gute Reden, der Andi Babler, vor allem auch an den Parteitag, wo er gewählt worden ist. Sehr schwungvoll, sehr engagiert, oft sagen wir, mit Forderungen mit langem Zeithorizont verbunden. Aber im Endeffekt gibt es immer noch bei uns in der Sozialdemokratie mehrere nicht geklärte Fragen, die irgendwann einmal einer Klärung bedürfen. Ja, die eine Frage ist die, wie gehe ich mit der Migration um, ja, oder mit den legalen Fluchtrouten, wirst du das Problem nicht lösen, wie das da in irgendeinem Parteitagsantrag hineingerutscht ist, sondern du wirst das damit lösen, indem es da klar die Grenzen schützt, klar die Anträge für Asyl außerhalb der Europäischen Union zu stellen sind und. Ja. Also du wirst da, das muss da auch eine einheitliche Position, was wirtschaftsfreundlich bedeutet, das ist auch klar, was der Kollege Muchic gesagt hat, den ich sehr schätze, der exzellente Reden halten kann und gute Auftritte hat. Der meint, dass man von dieser reinen Vermögensteuer, nehme ich jetzt einmal an, hin zu einem Vermögenszuwachsmodell kommen müsste. Vielleicht ist es die Erbschaftssteuer damit gemeint. Wirtschaftsfreundlich heißt, was für Gewerkschafter besonders wichtig ist, dass es halt diese Kooperation gibt zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die am Ende des Tages halt dann auch die Beschäftigung absichern. Das ist seit Jahrzehnten Selbstverständnis sozialdemokratischer Gewerkschafts-, aber auch Partei- und Regierungspolitik im Endeffekt gewesen.
Und der dritte Punkt ist, wie gehe ich mit der FPÖ um? Das ist eine ewige Debatte. Die Ersten, die mit der FPÖ eine Koalition gemacht haben, waren die Sozialdemokraten. Das war der Bruno Kreisky, der das damals in die Wege geleitet hat. Ohne die Unterstützung der Freiheitlichen war es eigentlich sehr schwer gewesen, dass Bruno Kreisky damals die Möglichkeit gehabt hätte, mit einer Minderheitsregierung und dann mit einem Wahlerfolg die absolute Mehrheit zu erringen. Also da hat es schon Berührungspunkte gegeben. Es hat auch immer Gespräche gegeben. Und wenn man heute mit Freiheitlichen umgeht, muss man Folgendes einfach berücksichtigen. Man muss eine Gesprächsbasis haben. Man muss schauen, was haben sie für Forderungen, wie schaut ihr Wahlprogramm aus. Und auch wenn es keine Koalition gibt, die Inhalte, die dann da drinnen sind, die werden irgendwann im Parlament auch auftauchen. Ja? Und dann ist die Frage, ob man gemeinsam zu Beschlüssen kommt oder nicht. Also ich halte von dieser Position, dass man einfach von Haus aus sagt, mit den Freiheitlichen, mit der FPÖ rede ich gar nicht. Ja. Das ist auch historisch falsch. Es ist immer mit den Freiheitlichen gesprochen worden, auch unter sozialdemokratischen Bundeskanzlern. Ich kann mich erinnern, ich als Klubobmann habe sogar den Auftrag gehabt, mit Freiheitlichen zu reden, ob es Schnittmengen gibt oder keine Schnittmengen gibt. Also so war es nie. Ja. Es ist aber immer das Zielpunkt, wie kann ich den Freiheitlichen möglichst viel Stimmen wegluchsen. Das ist ja ein normaler demokratischer Vorgang. Und den kriegt man aber nur, wenn man vermittelt, dass die Ängste, Sorgen, Bedürfnisse derer, die tendieren in Richtung Freiheitliche, dass man das auch lösen will, lösen kann und ein Angebot macht. Und dazu muss man aber auch bereit sein, nicht von Haus aus sie aus allem auszuschließen. Das ist für die undemokratisch jetzt überhaupt. Mittlerweile wird es immer schwieriger bei über 30% in den Umfragen. Das sind die Freiheitlichen. Bei den Grünen, bei den Neos wirst du auch Schnittmengen suchen, wenn es einmal Gespräche gibt. Und bei der ÖVP musst du sowieso Schnittmengen suchen. Also zum Beispiel jetzt zu sagen, wir müssen uns orientieren auf eine Kooperation mit der ÖVP, das hat nichts Neues. Erst einmal haben wir eh schon viel mit der ÖVP kooperiert, manchmal mit mehr Erfolg, manchmal mit weniger Erfolg. In Landesregierungen gibt es sozialdemokratische Koalitionen mit der ÖVP. Aber auch bei der ÖVP ist es ganz einfach. Gibt es eine Schnittmenge oder jetzt keine Schnittmenge? Und so ist es ja umgekehrt auch von der ÖVP zu sehen. Also da finde ich, ich brauche keine Koalitionsdebatte jetzt. Das ist das Allerwichtigste. Ich diskutiere jetzt nicht über Koalitionen. Das Wichtigste ist, mit welcher Strategie, mit welcher Politik kann ich größtmögliche Stimmen gewinnen bei der nächsten Nationalratswahl, damit ich dann einem allfälligen Verhandlungsprozess an einem Diskussionstisch für die Bildung einer Regierung ein Gewicht habe. Wenn ich dort kein Gewicht habe, brauche ich mich gar nicht hinsetzen, weil dann kann ich nämlich nichts umsetzen von dem, was im eigenen Wahlprogramm, das hoffentlich mit Zustimmung der Mitglieder und der Mitarbeiter erstellt und dann auch beschlossen wird, aber bei einem Parteirat auf alle Fälle, dass dort, dass ich dann mit dem auch einen Erfolg habe. Ja, da war sehr viel Wahres dabei, sehr viel Respekt, auch sehr viel Selbstkritik, die meiner Meinung nach in der Sozialdemokratie jetzt erstmals sehr fundamental auch an die Oberfläche kommt. Ich meine, der Beppo Muchic, ich kenne ihn auch, aus der Steiermark hauptsächlich, ist ja nicht niemand, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein gewichtiger Gewerkschafter, der das Herz am richtigen Fleck hat, um nicht zu sagen am rechten Fleck, weil da würde ich ihm Unrecht tun, am richtigen Fleck hat. Und der nichts anderes jetzt eingemahnt hat als eine tatsächliche Kurskorrektur von Babler, wortwörtlich. Er will, dass der Babler seinen Kurs ändert. Und er will zweitens, dass endlich aufgehört wird, sich ständig mit ÖVP und FPÖ zu beschäftigen, sondern mit den Inhalten, über die Inhalte zu diskutieren. Das war beeindruckend und war schon ein Statement eines Vertreters einer Gruppe, die ja anfänglich eher positiv eingestellt war gegenüber dem Babler. Das heißt, die konzentrischen Kreise innerhalb der Sozialdemokratie werden größer, die einfach Unmut mit der Positionierung der SPÖ und der Babler sich zeigen. Der Heinzelmeier hat gesagt, die SPÖ ist unter Babler einfach fehlpositioniert und kümmert sich ständig nur um eine aufgeregte Hypermoralisierung, dass man sagt, alles, was Mitte und rechts ist, ist rechtsextrem und böse, alles andere ist gut. Und das ist die Auseinandersetzung, die den beim Wähler überhaupt niemand interessiert. Der Wähler will eine Diskussion über die Inhalte haben. Und da gibt es tatsächlich offene Fragen, die jetzt diskutiert werden. Also ich glaube, es war kaum, nicht einmal unter Randy Wagner, so offene Kritik da wie jetzt aus Niederösterreich. Ganz offene Kritik, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht vom Herrn Babler vorschreiben, mit wem wir nach einer Wahl koalieren. Das ist ja hochinteressant. Das war jetzt von Muchic.
Okay, der Herr Ludwig stößt sich an dem Stil des Herrn Babler, weil er die ÖVP beleidigt hat. Logisch, der Ludwig hat ein anderes Interesse. Der hat ja den Babler gemacht, dass er den Doskozil verhindert. Und jetzt hat er dann halt Bicken. Das ist ein bisschen die Geister, die ich rief. Und so geht es weiter. Also es gibt ja noch viele Schweigende, noch Ungenannte. Den Doskozil haben Sie jetzt. Naja, der Doskozil habe ich deshalb auslassen, weil es schon normal ist. Ja. Okay. Beim Doskozil ist schon normal, dass sie dir eigentlich, wenn der Babler sagt, es scheint heute Sonne, dann meldet sich der Doskozil und sagt das Gegenteil. Das ist ja der Dauerkonflikt, der ja auch nicht gelöst ist, muss man auch dazu sagen. Und das ist das zweite Problem des Herrn Babler. Nicht nur, dass er sich inhaltlich verengt, indem er halt in Wahrheit nicht wirklich weiß, auf welchen Pferd er reitet. Ja, und zu den wichtigsten Aussagen. Neutralität. Was ist mit dem, mit diese, wo der Josef Czap mit mir einer Meinung ist, dass diese Raketen, diese Sky-Schilder Wahnsinn sind? Kein Wort von Babler bisher. Was ist? Will er das aufstellen? Oder was ist mit einer Integrationspolitik, wo auch der Josef Czap da herin immer vernünftig argumentiert und der Herr Babler von legalen Fluchtrouten redet und wie man alle noch besser einholen kann? Also das funktioniert einfach alles nicht. Und da muss er sich einfach verändern. Das Zweite, er muss aufhören mit der Ausgrenzerei gegenüber den Freiheitlichen, denn damit verengt er den Spielraum der Sozialdemokraten nach der Wahl. Da geht es gar nicht so sehr um vor der Wahl, sondern nach der Wahl. Und diese Franitzky-Doktrin gehört über Bord geworfen. Das war ein schönes Beispiel. Auch das hat der Heinzelmeier gesagt, über die Eisenstädter-Doktrin redet kein Mensch mehr. Wo die Sozialdemokratie beschlossen hat, nicht mit Kommunisten. Na, heute arbeiten sie überall mit Kommunisten, so wie Graz, in Salzburg werden sie zusammenarbeiten. Also ist alles kein Problem. Das heißt, man muss sich von alten Hütten trennen und von eingefahrenen Wegen. Man muss neue Wege beschreiten. Und Babler hat das nicht vor. Ich erkenne das nicht. Der ist gekommen als Neuer, geht aber alte Wege, alte Schienen, löst sich nicht von den alten Hütten. Und das ist das Schlimmste für einen Parteivorsitzenden, es fehlt ihm auch die Führungsstärke. Er hat keine Führungsstärke. Er kann nicht durchgreifen, wenn Skandale aufpoppen, wie wir es jetzt gesehen haben im Parlament, bei Herrn Kohlraus mit seinen grauslichen Vergewaltigungswitze oder bei Benko und der Signer, wo er sich auch nicht durchsetzen konnte bei den Sozialdemokraten, die dort kräuchen und fleuchen, oder bei der Kleingartengeschichte in Wien. Das heißt, das ist dieses Konglomerat und sich dann an Aschermittwoch, jetzt haben wir wieder ein Thema, hinzustellen und auf alles hinhauen, was nicht niedernagelfest ist und selber aber den Stall nicht in Ordnung gebracht zu haben, das erinnert mich vielleicht an eine Oppositionspartei, die gerade gegründet worden ist und die Aufmerksamkeit haben muss, aber nicht an eine große sozialdemokratische Partei, die es einmal war. Wie angeschlagen ist der Babler? Weil die Kritik, die da derzeit von allen Seiten irgendwie auf ihn hereinprasselt, das erinnert ja an die schlimmsten Randy-Wagner-Zeiten. Der ist aber ein harter Knochen und geht auf diese Kritik öffentlich gar nicht ein, ist mir aufgefallen in den letzten Tagen und Wochen. Sucht da irgendwie das auszudiskutieren, nicht öffentlich, nehme ich an, sondern in einem anderen Rahmen, aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Dazu kann ich ehrlich nichts mehr sagen. Außer, dass ich auch glaube, dass die Partei nur dann eine Chance hat, wenn sie eine Mitte-Links-Konzeption hat. Ja, ein bisschen Mitte-Rechts kann auch dabei sein in der einen oder anderen Frage. Aber im Wesentlichen muss die Mitte stärker berücksichtigt werden, die Mitte der Gesellschaft. Ja. Da gehören eben die Unternehmer, die Selbstständigen, Freiberufler natürlich genauso dazu. Arbeitnehmer sowieso, Pensionisten aller Kategorien, das muss da natürlich, und auch die Landwirtschaft. Ich war immer ein Freund der Landwirtschaft, immer eine Schwäche gehabt, weil die einfach die Kulturlandschaft pflegen, weil das wichtig ist für die Ernährung, weil man schauen muss, dass die leben können. Ja. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Aber was ich anführen will, weil du gesagt hast, Kommunismus, also nicht mehr mit Kommunisten darf man nicht zusammenarbeiten. Eisenstädter, ich habe ein echtes Problem damals gehabt, wie man mit der Friedensdemo Anfang der 80er Jahre, eine Demonstration mit 70.000 Teilnehmern, das war so schwer, das durchzusetzen, dass wir Sozialdemokraten da mitmachen haben können. Dann waren 70.000 dort, die Kommunisten haben damals nur 30.000 bei den Wahlen gehabt und alle haben gesagt, das ist eh alles okay, es sind eh alle mehr als die ganzen Kommunisten. Und die sind heute, wer sind heute die Kommunisten? Die Kommunisten sind ja der bessere Caritas, die Volkshilfe gibt es eh bei der SPÖ und die Mietervereinigung auch. Wer braucht die Kommunisten in einem Ausmaß, so ist, obwohl das teilweise sehr vernünftige und sehr gesprächsfähige Personen sind, ja, die LGK oder was. Also ich bin da einer, der, ich will mit allen reden. Auch, ich will mit allen, die im Rahmen der Verfassung, der Demokratie für die Menschen in dem Land tätig sind, die das Beste versuchen herauszuholen, mit allen reden, mit denen auch. Nur da, die haben dieses Kommunismus-Element nicht, wo die sagen, jetzt räume ich alle weg da und mache
mache jetzt eine Planwirtschaft und wir machen und holen den alten Tschugaschwili wieder aus dem Kosten raus. Also das sehe ich da nicht, sondern das ist mehr eine Mischung aus Caritas, Volkshilfe und Mietervereinigung, aber da können sie gleich SPÖ wählen, da brauche ich die Kommunisten dazu nicht. Aber dass es Debatten in der SPÖ gibt, dass das noch immer offene Fragen gibt, die noch nicht endgültig geklärt sind, ist auf der einen Seite positiv, das spricht für eine demokratische Partei. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwann einmal etwas, das nach einer Klärung ruft, damit du dann in einer Wahlbewegung mit ganz klaren Forderungen da auftreten kannst, damit du da gewählt wirst. Ja? Weil dann sagen die noch, wen will ich jetzt? Will ich jetzt den Doskozil oder will ich den Babler oder will ich den Ludwig oder will ich den Kaiser? Also das ist unterschiedlich. Aber es ist legitim, wenn viele darüber nachdenken, wie können wir wieder einmal auch Regierungsverantwortung tragen. Ja, warum nicht? Ist ja etwas, die SPÖ, die Sozialdemokraten sind nicht gegründet worden, damit sie irgendwie nur in der Gegend herumlaufen und Opposition machen, sondern damit sie in dem Land auch etwas mitbestimmen, mitprägen können, mitentscheiden, regieren können, was sie auf Landesebene mit vielen Bürgermeistern, die es eine selbstlose Tätigkeit hier haben, mit vielen Gewerkschaften, Betriebsräten in dem Land, die ist mehr präsent, die Sozialdemokraten, als die meisten glauben. Jeder schaut immer nur ganz auf auf die Spitze und sagt, wie geht es denn da oben und werden die das schaffen oder nicht schaffen. Klar, es ist auch wichtig, ja. Aber das allein ist es nicht. Aber glaubst du nicht, dass es fatal ist, weil du gesagt hast, wir müssen nachdenken, natürlich an einer Regierung teilzuhaben, ist ja legitim, aber ist es nicht fatal, das, was Ludwig Kaiser und andere Konsorten jetzt machen, schon fast bedankt und offensichtlich abgesprochen mit der ÖVP, in einem Wahljahr, wenige Monate vor der Wahl, ÖVP-SPÖ-Koalition auszurufen und sozusagen schon vor der Wahl das demokratische Wahlergebnis außer Kraft setzen zu wollen, denn egal wie das ausgeht, wir machen Rot-Schwarz. Dass es in die Umfragen gar nicht ausgeht, ist ein anderes Kapitel, weil die Herrschaften schauen nicht auf Umfragen. Die haben bei der letzten Umfrage miteinander nur 42%. Also müssen sie eine Füllmasse dazu nehmen, wahrscheinlich wieder die Grünen. Aber ich frage mich, bei solchen Menschen, die Politiker, die jetzt öffentlich diskutieren und sagen, in den Hinterzimmern mauscheln wir jetzt aus eine SPÖ- und ÖVP-Koalition, die keiner will, die abgewählt worden ist, die Stillstand bedeutet, wo jeder weiß, das ist nichts anderes als eine Verlängerung des Status quo, wo sie, und da hat Doskozil recht, indem er behauptet, wir sind sicher nicht der Steigbügelhalter, die Sozialdemokratie, sicher nicht der Steigbügelhalter für eine ÖVP. Und daher ist, er hat das ja mit ganz drastischen Worten gesagt, eine Koalition mit der ÖVP kommt gar nicht in Frage. Er schließt jetzt eine Koalition mit der ÖVP aus. Weil er die strategische Notbremse gezogen hat. Denn man muss ja immer aus der Sicht, und das versuche ich eben, ich bilde mir halt ein, ich denke halt immer mit den Köpfen der Menschen. Und wenn ich jetzt ein sozialdemokratisch affiner Wähler wäre und ich höre jetzt von meiner Partei, ich mache jetzt schon vor der Wahl eine Koalition mit der ÖVP, was soll das für eine Wahlmotivation seinen Sozialdemokraten sein, der sagt, aha, meine Partei will Schwarz-Grün verlängern. Das Beiwagerl sein, als dritte Partei, nur dass sie in die Regierung kommt. Das ist ja keine Ansage. Und deswegen frage ich, die SPÖ müsste sich von diesen Ketten lösen und müsste endlich einmal sagen, wir sind natürlich, das was der Kickl nämlich sagt, und die Freiheitliche Partei, wir sind für jeden nach einer Wahl offen. Dann hat sie frei, dann kann sie fliegen, dann hat sie Flügeln. Dann kann sie sagen, wir legen uns nicht fest. Und so wie der Wähler wählt, der Souverän nach einer Wahl, da soll die Stärksten, am besten der Erste mit dem Zweiten, so sollte es nämlich eigentlich sein in einer Demokratie, eine Koalition miteinander bilden. Und wenn sie das schaffen würde, was übrigens sehr viele Sozialdemokraten auch unter vorgehaltener Hand, manche sogar recht offen, Niederösterreich, Burgenland, sagen, Öffnung in alle Richtungen, dann bedeutet das eine Befreiung. Und leider schafft es der Herr Babler nicht, weil er so einen, wie soll ich sagen, engen Horizont, ideologischen engen Horizont hat, dass für ihn nur wichtig ist, den Kickl zu verhindern. Kickl, 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 Kickl verhindern, böse, rechtsextrem, pfui. Und das ist halt kein Programm. Schau, ich sag da was. Die Falle, die der Kickl aufstellt, ist, wenn alle gegen Kickl sind. Das ist die Falle. Das braucht er drin. Geht aber gut im Moment. Ja, das funktioniert herrlich. Ja. Und der will das haben. Damit ist er der Einzige und der Alleinige gegen das Establishment, gegen die da oben, gegen die Mächtigen. Und die bestätigen gerade diejenigen, die sagen, genau, es gibt nur ein Ziel, Kickl verhindern.
als Programmersatz Kickl verhindern, das ist zu wenig. Du musst erklären, warum du nicht möchtest, dass Kickl eine führende Position in einer Regierung hat oder Kanzler. Das musst du erklären. Da musst du dich auseinandersetzen mit den Inhalten, die er hat. Ich weiß auch viele Inhalte, die er einfach nicht will. Und wenn ich keine Schnittmenge habe, dann gibt es eben nichts mit ihm. Ja? So, aber was den Doskozil gelungen ist, und das war der Grund, warum ich ihn damals unterstützt habe, diese Mitgliederbefragung war, die er eigentlich auch gewonnen hat. Ja. Der war mit den Freiheitlichen an einer Landesregierung, hat dort mit denen agiert, und dann hat er aber so viel gewonnen, dass er einfach allein weiter regieren hat können. So, das ist ein Programm. Demokratie. Ja, übrigens hat der Ludwig auch viel freiheitliche Stimmen in Wien damals gekriegt bei der letzten Wahl. So, und das ist aber eine wichtige Orientierung. Und daher sagt der Doskozil, nehme ich an einmal, ich brauche da jetzt gar nicht auf irgendwas mich orientieren. Ich muss zuerst einmal Stärke gewinnen. Ich muss zuerst einmal, und das gewinne ich nicht, indem ich von Haus aus, nehme ich an, ist seine Meinung, mich einer Partei verschreibe, die übrigens nicht einmal eine Mehrheit in den Umfragen hat, in der Kombination SPÖ-ÖVP, und auf die Art glaube, dass ich gewinnen kann. Den Dornauer in Tirol ist es gelungen. Zwar nur 0,8. Naja, aber immerhin. Das ist ein Landeshauptmann-Stellvertreter. Wow. In Tirol ist es ihm gelungen. Aber nur, das ist kein Programm. So, du musst ja richtig stark werden. Ich habe einmal gesagt, vielleicht sogar einen Dreier vorn haben, damit du wirklich mitreden kannst. Hey, wir müssen ja so diskutieren. Ich sagen, es genügt ein Zweier oder wird, was? Mit dem Babler geht es nicht. Aber ja, das ist nämlich genau meine Frage jetzt gewesen. Sie sagen, ein Dreier vorne, das wird mit dem Babler wohl schwierig. Glauben Sie, dass der Babler überhaupt noch als Spitzenkandidat in die nächste Wahl geht? Ja, der Babler geht davon aus, dass das so ist. Am Parteitag ist ja, das. Ja, aber die Frage ist, gehen die anderen davon aus? Kann ich, davon? Also ich bin ja kein war ja echt ein politischer Prophet. Ja, doch, sage ich mal, gewisse Kreise dann, in der SPÖ. Nein, der geht davon aus. Es ist damals beschlossen worden, dass er der Spitzenkandidat ist. Und er selber hat das in einer Pressestunde auch gesagt. Dass er gut, da, deswegen ist er, bleibt er auch Bürgermeister in Dreiskirchen, weil er das findet, das erdet ihn weiter. Da ist er weiter verbunden. Und die Frage ist ausschließlich die, wie wird die Umfrageentwicklung in den nächsten Wochen und Monaten sein und wie ist dort die Chancenverteilung und welche Chance hat die Sozialdemokratie dann wirklich stärker zu werden. Und da muss man sich davor hüten, ja, vor Koalitionsdebatten und vor Personaldebatten. Auf das warten die anderen nur, ja, dass sie sagen, jetzt geht es wieder zu in der Sozialdemokratie. So werden die nie gewinnen, nie. Ja. Ich glaube, die Sozialdemokratie geht nicht mit Babler in den Nationalratswahl. Mhm. Sie werden ihm entweder so rasch wie möglich noch vor der EU-Wahl. Das wird natürlich das Vernünftigste, nämlich die Kreise, die sich jetzt verästeln und immer mehr werden und sagen, es geht einfach nicht, wir merken das, mit ihm geht es nicht, werden ihm das erklären und entweder er geht dann von sich, schmeißt das Hangel und sie machen einen Befreiungsschlag oder sie müssen dann die EU-Wahl abwarten und wenn das stimmt, dass es da Umfragen gibt, dass die Sozialdemokratie unter 20% fällt, dann ist das nicht der Herr Schieder, sondern das ist natürlich dann auch der Parteichef. Und das könnte für ihn dann das natürliche Ende bedeuten. Also ich glaube nur immer, und da bin ich aber auch sehr optimistisch, dass in der Sozialdemokratie sehr viele sehr kluge Köpfe gibt. Ja, sage jetzt völlig frei heraus. Kann ich nur bestätigen. Und, ja, sage ich. Der Herr Babler gehört da aber nicht dazu, muss enttäuschen. Und der Heiselmeier hat das auch bestätigt, gesagt, mit dem Babler geht es einfach nicht. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis sich jetzt immer mehr durchsetzt und am Ende, wenn es ganz gescheit sind, der Babler von sich aus, soll er Parteiobmann werden, anderer Spitzenkandidat. Das ist das deutsche Modell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sozialdemokratie, bei der ÖVP glaube ich mittlerweile, dass die sehenden Auges in eine katastrophale Wahlniederlage laufen. Ich glaube, dass das bei der Sozialdemokratie nicht der Fall sein wird, weil es einfach viel zu viele in den Ländern Sozialdemokraten gibt, die tatsächlich auf ihre Partei halten und nicht wollen, dass die bei der Nationalratswahl unter die Räder kommt. Ja, und im Moment, ich sage das nur, habe das letztens auch gesagt, das hat mir der Einzelmeier bestätigt, der Zustand ist im Moment so, dem Babler ist im Moment die SPÖ egal und der SPÖ ist der Babler egal. Und das kann, wenn es so in eine Wahl reingehst, bist du fertig. Ja? Aber wäre das nicht ein Modell, das der Peter Westenthal jetzt angesprochen hat, Babler bleibt Parteichef und es gibt dann Spitzenkandidaten? In Deutschland hat das ja so funktioniert, da gab es Esken als Parteichefin und Scholz als Spitzenkandidaten, der ja dann sogar Kanzler geworden ist. Die 22%. Das funktioniert nicht. Die hatten zwei Parteichefs, einen Mann und eine Frau. Der Mann ist inzwischen zurückgetreten, nämlich ein Finanzminister aus einem Bundesland, aus einem mächtigen.
ich glaube, Nordrhein-Westfalen oder so, und die Saskia Essen ist geblieben, die hat sich arrangiert mit Scholz. Und da Scholz ja Bundeskanzler geworden ist, den haben sie nicht zum Vorsitzenden gewählt. Das sagt ja alles über die Direktwahl aus, wo die Mitglieder den, der bei den Wählerinnen und Wählern gewinnen kann, nicht wählen. Also das geht ja hinten und vorne nicht zusammen. Und ich finde, in Österreich haut das gar nicht hin. Weil, angenommen, es ist der Parteivorsitzende der Meinung A und dann der allfällige Kanzlerkandidat radikal der Meinung B. Na super, da haben die anderen Parteien einen echten Spaß und die Medien und die Journalisten auch. Also das ist kein Modell. Gut, meine Herren, war eine sehr, sehr spannende Diskussion. Vielen Dank an beide fürs späte Reinkommen und dass wir da die Reden heute noch analysieren konnten. Und ich habe es schon vorweggenommen, eine Rede, die hören wir uns jetzt noch an. Und zwar ist das eben die Rede von Andreas Babler, über den wir jetzt ausführlich gesprochen haben. Aber überzeugen Sie sich selbst, war diese Aschermittwochsrede von Andreas Babler Kanzler-like oder nicht? Kann er Kanzler, kann er Spitzenkandidat jetzt einmal im ersten Schritt? Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit der Aschermittwochsrede von Andreas Babler in Kobenz in der Steiermark.